Anfang Juli wurde bekannt, um das Deggendorfer Eisstadion steht es schlechter als gedacht. Das Dach ist marode und somit einsturzgefährdet. Für alle Beteiligten ein Schock. Vor allem für den Eishockeyverein Deggendorf Fire wäre es eine absolute Katastrophe, die Wintersaison nicht im eigenen Stadion spielen zu können. Genau diese Katastrophe versuchen die Stadträte jetzt zu verhindern. Oberbürgermeister Christian Moser erklärte am Freitag, die beste Lösung sei ein Erbpachtmodell. Die Stadt würde das Eisstadion einem privaten Investor in Erbpacht überlassen. Dieser übernimmt dann die Sanierung des Stadions nach eigenen Vorstellungen und betreibt oder vermietet es. Die Stadt hat dabei kein Mitspracherecht. Wir dürfen da nichts fixieren, wir dürfen also keine Mieten hineinschreiben, wir dürfen nicht festlegen, was derjenige zu machen hat. Das muss alles offen bleiben, sondern wir übergeben das an einen Privaten und wir müssen darauf vertrauen, dass der Private in Deggendorf ein Eishockey oder ein Eisbetrieb aufrechterhält. Bis Montagnachmittag kamen noch zwei Investoren für eine Erbpacht in Frage. Bauunternehmer Günter Karl und die Sparkassentochter Degg Immobilien zusammen mit der Firma Streicher. Beide Bewerber stellten am Freitag in einer nicht öffentlichen Besprechung ihre Konzepte den Stadtrat vor. Beide wollen eine Stadionbespielung im Winter sicherstellen. Die Vorgehensweisen sind dabei aber unterschiedlich. Bei der Degg Immo ist es ja der Ansatz so, dass sie dieses bestehende Dach über den Winter bringen, dass es kein Eiszeitausfall kommt. Die haben sich ja den Dr. Burger mit ins Boot geholt und die Firma Karl sagt, wir reißen das Dach heuer noch ab und bauen innerhalb von 4 Wochen auch ein neues drauf. Das sind die großen Unterschiede der beiden Konzepte. Also wir als Verein bevorzugen da keine Lösung, wir wollen spielen. Das ist für uns wichtig und ich glaube, dass beide Firmen so weit sind, dass das dann selbst entscheiden, was das Bessere ist. Und heute bei der Stadtratssitzung wird das bestimmt entschieden. Letztendlich konnten die Stadträte dann nur noch über einen potenziellen Investor entscheiden. Die Degg Immobilien hat ihre Bewerbung kurzfristig zurückgezogen. Günter Karl bekam den Zuschlag mit 38:1 Stimme. In Kürze werden die Abriss- und Aufbauarbeiten am Eishallendach durchgeführt. Wenn alles nach Plan läuft, haben die Eissportler in der Wintersaison 2013-2014 also wieder ein Dach über dem Kopf.